Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Ace Attorney Apollo Justice weiter und befinden uns mitten im Kreuzverhör. Olga Orlei hat sich zu erkennen gegeben und sie ist eigentlich die Trickbetrügerin Olga Orlei. Ja, so oder so ähnlich. Und wir greifen gerade massiv ihre Aussagen an und hoffen, irgendwelche Widersprüche zu finden. Er war es. Ich habe ihn nicht aus den Augen gelassen, bis die Polizei gekommen ist. Moment mal! Sie sehen nervös aus. Sitzen Sie mal hier oben. Ihre Augen glänzen. Ich komme der Sache näher. Sagen Sie mir, wie hat sich der Angeklagte nach dem Verbrechen verhalten? Ja, nun, er wirkte wie von der Last seiner Tat gelähmt. Er saß wie weggetreten am Tisch, bis die Polizei kam. Äußerst faszinierend. Ich bin der Meinung, dass du keine weiteren Informationen aus der Zeugin herausbekommst. Was hältst du eigentlich von ihrer Aussage? Ich sage Ihnen, was ich davon halte. Ihre Aussage ist fehlerhaft. Ist die reinste Lüge. Sie widerspricht den Beweisen. Wie bitte? Nun, zeigen Sie uns diesen Beweis, Herr Justice. Den Beweis, der Ihrer Ansicht nach der Aussage widerspricht. Sie hat ihn nicht aus den Augen gelassen, bis die Polizei kam. Ich weiß, dass es einen Beweis gibt, der Ihrer Aussage widerspricht. Denken wir mal drüber nach, was uns alles schon an Informationen gegeben wurden. Kurze Pause. So, sorry für die kurze Unterbrechung. Wurde kurz gestört, aber jetzt weiter im Text. Ich glaube, ich war gerade dabei, darüber zu reden, was wir alles jetzt in der Vergangenheit jetzt schon gehört haben, wie die Aussage war, wie der eigentliche Tathergang war und was nach der Tat passiert sein soll. Und wir hatten da vor einiger Zeit schon ein wunderbares Beweisstück bekommen, nämlich dieses hier, Wrights Handy. Mit diesem Handy rief der Angeklagte vom Erdgeschoss des Restaurants aus die Polizei. Wir prüfen es mal ganz kurz, mal gucken, was man da so prüfen kann. Man kann nicht wirklich viel prüfen, wie es aussieht. Doch, Moment, hier ist irgendwas, untersuchen. Wow, der Akku ist mit einem Klebeband fixiert. Er braucht ein neues Handy. Vielleicht kann er sich keins leisten, oder es ist ihm egal. Solange es hält, was soll's. Gut, aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist doch vielmehr die Tatsache, dass er nach der Tat ja eben nicht dort einfach in dem Raum saß und auf die Polizei gewartet hat, sondern er selber hat ja die Polizei gerufen. Also präsentiere ich jetzt einfach mal das Handy. Nimm das! Frau Orlei, wir haben hier eine Aufnahme, die Ihre Aussage eindeutig widerspricht. Wie Sie sehen können, wurde die Polizei durch den Anruf des Angeklagten alarmiert. Und wir wissen, dass der Angeklagte den Raum verließ, die Treppe hinaufging und vom Erdgeschoss des Borschpots aus jenen Anruf tätigte. Nun erklären Sie bitte, wie Sie den Angeklagten im Auge behalten haben, nachdem er das Zimmer verlassen hatte. Ja. Schöne Selfies. Der Mann, der die Flasche genommen und zugeschlagen hat, war nicht der Angeklagte. Hosen runter. Betrug! Durchsuch seine Taschen! Sie ist weg! Die Karte ist weg! Sie haben verloren. Au! Genau da packte Smith die Flasche, die neben Wright stand. Und er zog mir damit kräftig eins über. Sie Fallspieler, wir haben sie entlarvt.
Ja! Als ich zu mir kam, war das Opfer bereits tot, nicht wahr? Deshalb konnte ich nicht verraten, wer ich in Wirklichkeit bin. Hätten sie von meinem Komplott mit Smith erfahren, wäre ich sicher verdächtigt worden. Nun, wo führt uns das hin? Wahnsinn, der blanke Wahnsinn. Ich träume wohl. Wahrscheinlich wurde ich von der Flasche getroffen und träume das jetzt alles nur. Der Staatsanwalt ist wohl mit seiner Weisheit am Ende. Ich kann es ihm nicht verübeln. Herr Gavin, was halten Sie von dieser neuen Wende der Ereignisse? Herr Gavin? Als Verteidigung in diesem Fall bin ich der Meinung, dass wir uns gezwungen sehen, Frau Orley als ungeheure Lügnerin zu bezeichnen. Was? In der Mordnacht befanden sich drei Personen im Raum. Der Angeklagte, das Opfer und sie. Und sie hat ein Motiv. Ein Motiv? Ihr Komplott wurde vereitelt. Die Zeugin hatte Streit mit dem Auftraggeber, Herrn Smith. Und das Resultat dieses Disputs war Mord. Was? Ich habe nicht. Ich bin keine Mörderin. Das ist eine Falle. Jemand versucht mich reinzulegen. Was doch für ein verstricktes Netz entsteht, wenn man anfängt, Lügen zu spinnen. So verstrickt, dass man schließlich selbst darin hängen bleibt. Herr Wright? So eine überhastete Schlussfolgerung. Sieht dir gar nicht ähnlich, Christoph Gavin. Was sagst du da? Warum nicht auch die andere Möglichkeit in Betracht ziehen? Dass sich zum Zeitpunkt des Mordes eine weitere Person im Zimmer befand. Richtig, wie es Herr Wright vor der Unterbrechung gesagt hat. Nach dem Mord wurde eine einzelne Karte im Blatt des Opfers vertauscht. Und derjenige, der die Karte vertauschte, wusste nichts von den beiden Farben der Karten. Eine vierte Person. Ah, schon wieder die Theorie. Ihre vierte Person existiert doch nicht. Richtig. Und genau aus diesem Grund habe ich mich entschieden, den Fall vor Gericht zu bringen. Denn hier sind Flucht und Betrug unmöglich. Der perfekte Ort also, den wahren Täter zu überführen. Den wahren Täter? Und wir haben Glück. Es gibt einen Beweis, der uns zum wahren Täter führt. Wir haben ihn gleich zu Beginn des Prozesses erhalten. Was? Apollo, vielleicht weißt du, wovon ich rede? Tut mir leid. Erinnere dich daran, was ich gesagt habe. Die vierte Person, die die Karten vertauschte, hat einen entscheidenden Fehler gemacht. Er oder sie achtete nicht auf die Farbe der Kartenrücken. Richtig. Aber wie konnte ein so entscheidender Fehler passieren? Die Karten, die im letzten Spiel benutzt wurden, waren rot. Allerdings gibt es eine Person hier in diesem Gericht, die dachte, diese Karten wären blau gewesen. Ja, dieser Meinung war ich auch. Aber warum? Nun, Apollo, kannst du dir denken, wen ich meine? Ich war's nicht, klar? Wer ist diese vierte Person? Warum werde ich immer so in Verlegenheit gebracht? Hören wir also, was die Verteidigung zu sagen hat. Wer ist es gewesen? Wer war der Meinung, dass die im letzten Spiel benutzten Karten blau gewesen sind? Tja, und das sind die Personen, die wir zur Auswahl haben. Und wenn ihr euch jetzt nochmal zurückerinnert und wenn wir einfach mal Revue passieren lassen, was alles für Aussagen getätigt wurden, da können wir uns doch irgendwie an diese fast schon poetische Aussage erinnern, die zu Beginn des Prozesses getätigt wurde. Irgendwas mit in blaue Flammen gehüllt, bla bli blub. Es war eine Aussage von Christoph Gavin.
Nimm das! Wie ich's mir dachte. Deine Augen und Ohren sind so scharf wie deine Frisur. Hatte ich recht? Christoph Gavin, du warst die vierte Person in jener Nacht. Aber natürlich kennt Herr Gavin die Farben der Karten. Woher denn? Wie du sehen kannst, ist das Foto vom Tatort schwarz-weiß. Man kann nicht sehen, welche Karten blau sind. Die auf dem Boden oder die auf dem Tisch. Aber sehen Sie, man kann die Farben auf diesem Foto erkennen. Aber als er sagte, dass die Karten blau gewesen seien, war das lange bevor dieser Beweis ans Licht kam. Es stimmt, dass der Angeklagte mit dem Opfer eine Partie Poker spielte. Das war aber auch alles. Einfach nur ein Spiel. Ein Duell, euer Ehren. Ein Duell? Ja, ein Kräftemessen des Verstandes. Ein stiller Kampf der Leidenschaften. Nur die Karten, ihre Rücken in blaue Flammen gehüllt, kannten den Ausgang. Nun, Christoph? Herr Gavin? Herr Gavin, ist etwas? Nein, nichts. Ich bitte um Entschuldigung, das kam so unerwartet. Wright, Sie beschuldigen mich doch nicht etwa ernsthaft, oder? Oh, Christoph? Sie wissen doch, dass selbst ich keinen meiner Scherze so weit treiben würde. Das geht weit über lächerlich, sogar über dumm hinaus. Das ist der blanke Wahnsinn. Der Angeklagte bezichtigt seinen Strafverteidiger des Mordes? Ich versichere Ihnen, ich bin zurechnungsfähig. Aber welche Verbindung könnte es zwischen Herrn Gavin und dem Opfer gegeben haben? Mir war auch nicht bewusst, dass ich eine Verbindung mit Herrn Smith hatte. Ja, aber Herr Gavin und das Opfer sind sich niemals begegnet. Und was ist, wenn doch? Hä? Immerhin ist es eine Möglichkeit. Sie könnten sich vor dem Spiel begegnet sein. Was wollen Sie damit andeuten? Ist das die Wahrheit, von der Herr Wright nichts sagte? Mir bleibt nur eines. Herr Wright, Die Verteidigung möchte nichts dergleichen beantragen. Herr Gavin? Zeugenaussagen müssen mit dem Fall in Verbindung stehen. Wie kann etwas, das vor dem Pokerspiel passierte, damit in Verbindung stehen? Ich kann Ihnen nicht ganz folgen, Herr Gavin. Wie ich bereits gesagt habe, ist die Verteidigung der Meinung, dass Frau Orley... Ich nehme an, Sie sprechen hier für Herrn Justice. Er ist die Verteidigung, nicht Sie. Herr Justice, die Entscheidung bezüglich Herrn Wrights Aussage liegt ganz bei Ihnen. Oh, okay. Sollte das Gericht Ihrer Meinung nach Herrn Wrights Aussage hören? Die Aussage anhören. Das war Herrn Wrights Strategie. Er hatte das von Anfang an geplant. Und ich versuche, das alles zu durchblicken. Die Verteidigung beantragt, dass Herr Wright vor Gericht aussagt. Und du, Justice? Würdest du mich, deinen Mentor, verraten? Tut mir leid, Herr Gavin. Es geht hier nicht um Loyalität, sondern um die Wahrheit. Gut. Würde der Angeklagte, Herr Wright, nun bitte in den Zeugenstand treten? Zeugenaussage. Appetit vor dem Mord. An jenem Abend waren Christoph und ich essen. Wir saßen an dem Tisch auf dem Foto. Als Shady Smith hereinkam, war Christoph gerade 5 Minuten vorher gegangen. Als die Falle nicht funktionierte, schlug Smith die Kellnerin. Sie sank in sich zusammen und Smith war außer sich. Ich ging raus, um die Polizei zu rufen. Als ich zurückkam, war er tot und Blut lief ihm aus einer Wunde in seiner Stirn. Als ich das sah, machte ich noch einen Anruf. Ich rief Strafverteidiger Gavin an.
Herr Gavin, Sie befanden sich in der Mordnacht im Borschpott? Wir gehen häufig zusammen essen. Und er telefonierte unmittelbar nach dem Mord mit dem Angeklagten? Ich war gegen meinen Willen in einen Mord verwickelt worden. Ich dachte mir, dass ich einen Anwalt brauchen könnte, also rief ich ihn an. Das hatten Sie von Anfang an geplant, nicht wahr, Wright? Nur weil Sie mich in Ihren kleinen Mordprozess mit hineinziehen wollten. Das Einzige, was ich möchte, ist die Wahrheit. Wie damals schon. Und jetzt auch. Ich dachte, meine Kanzlei würde Ihnen einen Gefallen tun, den Fall anzunehmen. Anscheinend habe ich mich geirrt. Nun gut, die Verteidigung darf den Zeugen ins Kreuzverhör nehmen. Justice? Ja? Er lügt. Und du wirst ihn entlarven. Verstanden, Herr Gavin. Gavin gegen Wright. Das kann nicht gut enden. Warum kann ich nicht einen normalen Prozess haben? Tja. Kreuzverhör. Appetit vor dem Mord. An jedem Abend waren Christoph und ich essen. Wir saßen an dem Tisch auf dem Foto. Moment mal! Sie aßen mit Herrn Gavin zu Abend? Ja, er isst häufig mit mir im Borschpott zu Abend. Wir genossen unser gewohntes Abendessen am gewohnten Platz. So wie immer. Gewohnt? Ich sitze beim Essen immer auf dem Stuhl, der dem Klavier am nächsten steht. Ich verstehe. Dort, wo Herr Smith saß. Also stammten die Teller und dergleichen von Ihrem Abendessen? In der Tat. Die Überreste meiner Mahlzeit mit Christoph. Wir haben 2 Stunden lang gegessen und dann ist er gegangen. Danach... Als Shady Smith hereinkam, war Christoph gerade 5 Minuten vorher gegangen. Moment mal! 5 Minuten? Also hätten sich die beiden in dieser Zeit im Restaurant begegnen können? Das wäre in der Tat eine verhängnisvolle Begegnung gewesen. Oh, Herr Wright, was haben Sie gesagt? Christoph Gavin und Shady Smith könnten sich begegnet sein? Ich denke, das habe ich gesagt. Ich war die ganze Zeit über gespannt bezüglich dieses Treffens. Und jetzt hören wir, Sie sind sich nur im Gang über den Weg gelaufen? Das erscheint mir sehr schwach als Vorwand für einen Mord. Oh, es würde genügen, wenn das alles war, das wirklich geschehen ist. Kommen Sie, Herr Wright. Was verbergen Sie diesmal? Als die Falle nicht funktionierte, schlug Smith die Kellnerin. Moment mal! Was diese fehlgeschlagene Falle angeht, handelt es sich um dieselbe Falle, die Frau Olga Orley erwähnt hatte? Der Plan war einfach. Richtig elegant. Wir haben ihm eine Art Falle gestellt. Ich musste Herrn Wright vorher lediglich eine Karte in seine Tasche schmuggeln und dann die restlichen Karten während des Spiels ausgeben. Nach der Partie wollte Smith Herrn Wright beschuldigen und durchsuchen. Dann hätte er die versteckte Karte entdeckt und die Falle wäre zugeschnappt. Sie haben die Karten vertauscht. Das hätte das Ende einer Legende bedeutet. Ja, eigentlich ein harmloser Streich. Durch eine Laune des Schicksals habe ich sie entdeckt. Eine Laune? Ich habe zufällig mit der Hand in die Tasche gegriffen und die Karte gefunden. Die Karte, die sie dort versteckt hatte? Ja, ich habe sie flüchtig angesehen und erkannt, dass es die Herz 5 war. Ich habe mir gedacht, es wird was passieren. Und die Karte entsorgt. Vor dem Spiel. Entsorgt? Wo denn? Neben meinem Stuhl war eine Flasche Traubensaft, die ich ausgetrunken hatte. Ich habe die Karte in die Flasche gesteckt. Eine leere Flasche Traubensaft? Die Mordwaffe? Ja,
Ich steckte sie eingerollt hinein. Sie war durch das farbige Glas schwer zu sehen. Ein geistiger Wettstreit zwischen Betrüger und Betrogenem. Das klingt ganz nach einem wundervollen Drama. Eine Karte in der Mordwaffe? Das ist seltsam. Hat die Polizei sie bei ihren Ermittlungen übersehen? Ich sollte mal nachsehen. Herr Wright, der Poker-King von Gerichtssaal Nummer 3 stimmt diesem Wettstreit zu. Bitte ergänzen Sie Ihre Aussage. Ich habe die Falle beim Spiel bemerkt und die Karte in die Flasche gesteckt. In der Zwischenzeit können wir mal ganz kurz was überprüfen und gucken. Tödliche Flasche, auch die können wir natürlich überprüfen. So, wenn wir da jetzt mal so ein bisschen ranzoomen und dann mal so ein bisschen gucken und die Flasche vielleicht mal so ein bisschen drehen oder irgendwie sowas in der Art. Da mal so reingucken von der Seite aus, wo kein Etikett ist. Die Flasche ist komplett leer. Dann ist das schon mal irgendwie ein bisschen strange. Nun gut. Ich würde sagen, beim nächsten Mal setzen wir dieses Kreuzverhör hier fort und schauen wir mal, was wir alles in Phoenix Aussagen noch so finden. Für den Moment soll es aber erstmal wieder gewesen sein. Und ich sage dann einfach mal tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.